Moin Moin, willkommen zu einem kleinen Special von Orisa. Die sehen wir hier im Hintergrund schon. Wird der neue Hero in Overwatch werden. In absehbarer Zeit. Wurde jetzt vor kurzem bestätigt, nach langen Spekulationen. Wir werden jetzt direkt mit dem Gameplay anfangen und am Ende uns die Heldengalerie noch ein bisschen angucken. Einmal schnell durch, wer sich das dann noch reinziehen will. Die gute Orisa wird ein bisschen spanisch oder brasilianisch ausgesprochen. War eigentlich Teil einer Verteidigungsroboterarmee in Numbani und wurde dann aber bei einem Angriff zerstört, beziehungsweise die ganze Roboterarmee wurde zerstört. Sie betreten jetzt Hanamura. Und sie wurde dann von einem kleinen Mädchen, dessen Namen ich nicht mehr weiß oder mir gerade nicht einfällt, repariert, verbessert und hat ein Herz sowie einen zugehörigen Namen bekommen, der dann im Endeffekt Orisa ist. Oder Orisa, kann man jetzt sagen, wie man lustig ist. Wird, wie gesagt, vorwiegend als Tank fungieren. Wir machen jetzt auch mehr so ein kleines Schauen wir mal Video, ohne dass man gutes Gameplay erwarten kann. Aber wir schauen uns halt das Gameplay von dem Charakter ein bisschen an. Und da fangen wir auch direkt an mit den Skills. Wir haben als erstes als normalen Schuss die Fusionskanone, eine vollautomatische Projektilwaffe, die bei der Bewegung verlangsamt. Das haben wir hier. Wie man sieht, wir werden ungefähr um die Hälfte verlangsamt, würde ich sagen. Aber sie streut auch sehr stark auf relativ mittelfristige Distanz, was dann halt zum Ende hin auf die Distanz immer schlimmer wird. Dann die Ulti, der Superboost, stellt einen Leistungsverstärker auf, der den verursachten Schaden nahe Verbündeter erhöht. Ist quasi ein Mercy Boost für die ganze Gruppe, er kann aber zerstört werden von den Gegnern. Ist also nicht so mega stark, je nachdem wo man ihn positioniert, kann er aber als Boost, also der Boost an sich, der ist wirklich, der hat's drauf, der macht gut Wumms. Dann eh noch schnell, das ist die Schutzbarriere, wirft ein Gerät, das eine Barriere erzeugt. Ist ein lokales Schild mit 900 HP, ähnlich wie Reinhardt, nur halt ein bisschen weniger als die Hälfte der HP von Reinhardt-Schild und stationär statt beweglich. Wow. Dann haben wir Umschalt links, Defensivprotokoll, verringert erlittenen Schaden und macht dich unaufhaltbar. Verringert erlittenen Schaden ist klar soweit. Unaufhaltbar bin ich mir nicht ganz sicher. Das kann zum einen sein, dass man nicht geslowt werden kann. Und zum anderen vielleicht auch, dass man nicht irgendwie eine Falle von Junkrat landen kann oder sowas. Weiß ich nicht genau. Dann haben wir als letztes noch Rechtsklick halt. Schleudert mit Rechtsklick eine Graviton-Ladung, die mit Rechtsklick manuell aktiviert werden kann. Die Sphäre zieht nahe Gegner an und verlangsamt sie. Teleporter online. Oh, nice, Teleporter. Das ist relativ tricky mit dem Rechtsklick. Also er ist auf jeden Fall sehr nett gemacht, aber schwierig zu meistern, würde ich sagen. Also er kann relativ entscheidend sein, je nachdem wann man ihn wo einsetzt, wenn man die Gegner in eine Ulti reinzieht, aus einer Ulti raus, hinter einer Kante herzieht, wie auch immer. Aber wie gesagt, ist nicht easy to master. Die Reichweite von dem Strahl, der dann quasi die Gegner anzieht in die Kugel, ist auch nicht so mega weit. Also da muss man genau schauen, wie man das macht. Aber ich glaube, in der richtigen Kombination kann das durchaus eine relativ starke Kombi-Alternative darstellen. Vielleicht auch zu einer Saya-Ulti. Ja, keine Chance.
von der Bewegung her ist Orisa relativ träge, wie das halt als Tank so ist. Aber nicht unbedingt unangenehm. Muss man sich auch dran gewöhnen, ist halt ein neuer Hero. Wäre ja schade, wenn er wie die anderen wäre. Aber macht soweit erstmal Spaß. Die HP von Orisa ist jetzt auch nicht gerade viel mit 400. Aber da haben sie das dann so gelöst, was das Ganze ein bisschen stärker macht, dass die Hälfte der HP Rüstung sind. Und die Rüstung regeneriert sich halt mit der Zeit, wie wir wissen. Aber super stark ist das jetzt auch nicht. Da habe ich kurz die Ulti gezogen. Hat uns aber leider gar nichts mehr gebracht. Ich muss wieder zu meinem Team stoßen. Aber sie stand relativ lange. Werden wir bestimmt nachher nochmal sehen. Meine Barriere dient ihrem Schutz. Die Barriere ist auch von der Fläche, die sie bedeckt, relativ klein. Es reicht hier jetzt gerade so viel zwischen die beiden Völler. Aber je nachdem, auf welche Seite man sich da bewegt, reicht die dann auch schon nicht mehr. Von daher, ja, ist jetzt nicht so mega groß. Also, OP ist Orisa bisher auf keinen Fall, würde ich sagen, meine Mann. Sie sich. Ja, das haben wir ja ganz gut geregelt. Ausnahmsweise. Ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der beste Orisa-Player. Das fällt mir vor allem mit dem Rechtsklick doch relativ schwer. Soweit. Und auch das Schild richtig zu positionieren ist auch nicht unbedingt leicht. Aber vor allem an so eher engen Stellen kann es dann doch sehr, sehr hilfreich sein. Wobei die 900 HP, die es hat, auch eher ein schlechter Witz sind. Also wirklich viel ist das nicht. Nur es ist halt auch verständlich, dass so ein Reinhardt-Schild den Verstärker sein muss. Damit man da halt noch einen deutlichen Unterschied hat. Orisa ist halt mehr so der Supporter. Reinhardt ist der klassische Tank, der einfach da steht und alles abfängt, und Orisa ist eher Richtung Support. Ergeben Sie sich! Auch der Ulti. Sie können nicht vorbei. So, das war gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt auch die Ulti ready. Die packen wir nachher mal hier hinter, wenn es soweit ist. Wir sind übrigens auf dem PTR, falls sich das jemand fragt. Wir sind auf dem PTR in einer Arcade-Variante ohne Beschränkungen, weil natürlich aktuell relativ viele den neuen Charakter ausprobieren wollen, und damit wir ihn auch auf jeden Fall spielen können, habe ich mich dafür entschieden, damit wir da keine Beschränkungen haben, was die Heldenwahl angeht, dass man da nur einen Held haben kann von jeder Sorte. So, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ergeben Sie sich! Schildgenerator online. Na? Die Waffe feuert auch irgendwie so ein bisschen, habe ich das gefragt, weil schlecht das Schild platziert. Die Waffe feuert, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, in etwas wie einen Kreis. Also die Projektile sieht man ja bei der Waffe rechts, die kommen nicht die ganze Zeit aus einem Lauf, sondern sind da unterschiedlich angeordnet. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen irgendwie in einer Kreisart, wie sie dann fliegen. Ja, schade. Systemneustart initialisiert.
Ah, sie macht Spaß zu spielen. Ist auf jeden Fall eine schöne Neuerung. Auch wenn ich finde, dass man das an der einen oder anderen Stelle definitiv noch. Ergeben Sie sich! Aber es ist ein netter Hero, definitiv. Keinen Schritt weiter! Bitte suchen Sie Schutz hinter der Barriere. So wie ich das bisher mitbekommen habe, kann man bei der Waffe auch gut gedrückt halten. Muss ich die ganze Zeit so tippen. Aber ohne Gewehr natürlich. Attackieren Sie hinter der Barriere in Deckung. Oh, puh, mit 2 HP überlebt. Mann, Mann, Mann. Das war auch gerade aber ganz gute Def-Aktion. Da gehe ich mal hier hinten rein. So. Also der Schadensoutput, der hier von ihrem Projektilgewehr kommt, ist auch nicht so mega stark. Dafür sind die Schussfolgen relativ schnell und man kann halt mehr oder weniger einfach durchziehen. Aber der Schaden, der dann dabei rumkommt, ist jetzt nicht so der Burner. Ergeben Sie sich! Also da muss man auf jeden Fall schon gut in den Kopf treffen, damit man da eine gute Wirkung erzielt. Oh, was war das? So, jetzt können wir gleich auf jeden Fall mal den DPS-Boost aufstellen. Schön. Ergeben Sie sich! Okay, Ulti. Ergeben Sie sich! DPS Boost, Vollgas. Leistungsschub aktiv! Leistungsschub aktiv! Sehr nice, haben wir sogar gewonnen. Und da, ja, wir hatten 3 Orisas. Okay, das können wir uns schenken. Gehen wir schon mal raus. Wie gesagt, Orisa ist ein Tank. Bisschen gewöhnungsbedürftig in der Handhabung auf jeden Fall, aber macht super viel Spaß und man muss sich dran gewöhnen. Also auch die Art zu schießen und mit dem Laufen, das muss man erstmal auf die Reihe bekommen mit der Zeit. Na, was ist denn hier los? Match verlassen, ja, okay. Schauen wir uns doch kurz die Heldengalerie an, was Blizzard sich da hat einfallen lassen. Erstmal die Skins, ganz normal wieder Farbwechsel. Hier haben wir die Damenvariante. Hier, das ist eine Version des ursprünglichen Roboters, wie er damals in Numbani zur Verteidigung eingesetzt wurde. Ein Tarnungsroboter, ein Cyberspace verchromter Superroboter. Hier haben wir sowas wie ein Scarabeus nochmal und den Superroboter nochmal in hell. Dann Emotes, haben wir einmal Halt, das ist eine Ampel. Hier den Jubel. Hier das Staubscharren. Sie ist auch sowas wie Minotaurus, hat auch hinten so Pferdeläufe und so einen rausgestippten Hintern. Siegerposen, halt, der Anfang von der Ampel eben, Muskelspiel und selbstbewusst. Dann die Sprüche. Ich folge nur meiner Programmierung. Die sind noch auf Englisch gehalten hier in der Textausgabe, aber die Sprachausgabe ist schon auf Deutsch. Möchtest du, dass ich dich drücke? Ach ja. Sprays, ja, ganz normal. Da ist nichts besonders Wildes dabei. Kann man alle freischalten, wie hier süß mit dem Ulti-Erfolg. Dann Highlight-Intros. Ich schütze dich. Einmal O. Und Super Booster, die Ulti. Und dann noch die goldene Waffe. Die wäre dann so. Da habe ich auch noch genug Punkte, um eine zu holen. Muss ich mal schauen. Naja, so viel auf jeden Fall zu einem kleinen Special von Orisa.
Sie macht auf jeden Fall Spaß. Müssen wir mal schauen, ob das alles so live geht und ob da sich noch vielleicht was ändert. Wäre hier und da vielleicht ein bisschen noch zu verstärken, würde ich sagen. Aber vielleicht, also wenn man sie richtig einsetzt, kann sie da auf jeden Fall auch sehr effektiv sein. Ich bedanke mich fürs Ich bedanke mich fürs Zuschauen und es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.